Sehr verehrte Gäste, das Andenken bewahren, das ist das Thema des heutigen Vortrages, zu dem ich Sie alle im Namen des Emil-Frank-Instituts und des Gemeinderat Kreimerath ganz herzlich hier in Kreimerath grüße. Es freut mich, dass so viele unserer Einladung angenommen haben und heute hier sind. Wenn ich in die Runde schaue, dann freut es mich besonders, dass so viele jüngere Mitbürger hier sind und auch mindestens ein Zeitzeuge. Persönlich begrüßen möchte ich als erstes natürlich Henri Juder aus Luxemburg. Herzlich willkommen. Henri Juder ist der Sohn von Karl Juder, der 1941 zusammen mit 53 weiteren jüdischen Zwangsarbeitern aus Luxemburg in einem Lager der Reichsautobahn in Kreimerath interniert war. Herzlich willkommen, Herr Juder, hier in Kreimerath. Wir freuen uns nachher auf Ihren Vortrag. Ich begrüße die Damen und Herren vom Emil-Frank-Institut, namentlich Frau Monika Metzen-Wahl, die auch den ersten Kontakt hier nach Kreimerath geknüpft hat, und den Geschäftsführer Herr René Richtscheid. Herzlich willkommen. Ich grüße Herrn Wolfgang Schmidt-Kölzer. Herr Schmidt-Kölzer ist Autor des Buches Bau der Reichsautobahn in der Eifel. Das Buch liegt auch hinten aus und Herr Schmidt-Kölzer wird nachher auch noch zu uns reden. Herzlich willkommen. Ja, wir haben noch ein paar Ehrengäste hier. Als erstes begrüße ich den Antisemitismusbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Herr Dieter Burkhardt. Ich begrüße unseren Landrat, den Herrn Gregor Eibes. Ich begrüße den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Herrn Norbert Graf. Ganz herzlich begrüße ich auch die Ortsbürgermeister der Nachbargemeinden mit den interessierten Bürgern von überall herum. Herzlich willkommen. Soweit ich weiß, sind Leute von der Presse da, auch herzlich willkommen und natürlich auch die Leute vom offenen Kanal. Haben Sie heute Abend bitte Verständnis, dass wir jetzt nicht von jedem ein Grußwort erwarten, damit wir nachher im Nachgang noch ein bisschen mehr Zeit haben, uns über den Vortrag zu unterhalten. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die diesen Abend vorbereitet haben, das waren eine ganze Menge Leute, und auch bei denen, die morgen helfen aufräumen. Zum Schluss zitiere ich aus einem Kommentar von Julian Reichelt: Es ist nicht schwer, sich zu merken, wozu unser Land aus unserer Geschichte heraus bedingungslos verpflichtet ist. Diese Verpflichtung, dieser Schwur an die Welt und vor allem an den Juden, besteht nur aus zwei Worten: Nie wieder. Diesen Schwur einzuhalten, gelingt uns in Deutschland zurzeit nicht. Ich hoffe aber, dass es uns in Kreimerath gelingt. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben, und durch den weiteren Abend führt der Wolfgang Schäfer. Dankeschön. Ja, auch. Ich bin ein bisschen größer. Auch meinerseits einen guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle und freue mich sehr über jeden Einzelnen von Ihnen, der heute Abend unser Gast ist. Im Besonderen aber begrüße ich die Redner unseres heutigen Abends, Herr Juder, Herr Schmidt-Kölzer und Herr Richtscheid. Wegen Ihnen sind wir heute Abend hier. Ich begrüße die Verantwortlichen des offenen Kanal Wittlich, die die heutige Veranstaltung aufzeichnen und auch senden werden. Ebenso begrüße ich die Vertreter der Presse. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass vom heutigen Abend Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden und anschließend auch veröffentlicht werden. Vor 2 Jahren in den Herbstferien waren wir mit unserer Familie in Berlin und besuchten das Museum Magicum.
Gegenüber standen zwei Polizisten und ich sah irgendwie keinen Grund, warum. Neugierig wie ich bin, fragte ich, warum sie denn da stehen. Sie sagten mir, das ist eine jüdische Schule und in Berlin werden alle jüdischen Einrichtungen bewacht. Das war mir bis dahin neu und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich notwendig ist. Wie uns die jüngste Vergangenheit zeigt, ist es sehr wohl notwendig. Als erstes spricht heute Abend zu uns Dieter Burgert. Herr Burgert ist Beauftragter für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz. Er hat sich gerne bereit erklärt, heute ein paar einleitende Worte zu sprechen. Herr Burgert wird uns heute etwas über die aktuelle Situation und zu den Entwicklungen, insbesondere nach dem Anschlag von Halle, berichten. Bitte, Herr Burgert, die Bühne gehört Ihnen. Ja, lieber Herr Ortsbürgermeister, lieber Herr Schäfer, verehrter Henry Juder, liebe Referenten Wolfgang und René, liebe Kreimerater und Gäste. Gerne bin ich der Einladung hier ins Bürgerhaus gefolgt, das ich ja noch gut in altem Zustand kennengelernt habe, damals als Abgeordneter, als noch der Altbau hier stand. Aber ich glaube, das ist jetzt schon 8 Jahre her, wo dieses schöne Gebäude in Kreimerath steht. Heute grüße ich Sie als Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismus und danke auch der Gemeinde und dem Emil-Frank-Institut, die diesen Abend der Information möglich gemacht haben, der ja bereits 2013 von Henry Juder ins Gespräch gebracht wurde. Im Januar 2013 berichtete Werner Fries, damals Bürgermeister, dass es wenig Hinweise auf ein Lager gab, auf ein Materiallager, ja, Unterkünfte der Firma Kruttwisch und eine Kantine der Organisation Todt, das sollte es gegeben haben. Aber in den Chroniken beispielsweise der Verbandsgemeinde Manderscheid war diese Kriegszeit, die Zwangsarbeit, nicht eingehend geschildert worden. Und ältere Chroniken fast aller Gemeinden schweigen bis heute zu dieser Zeit von Verfolgung und Vernichtung durch Arbeit. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Das steht im Talmud. Heute steht Karl Juder mit seiner Familie im Mittelpunkt des Erinnerns, wozu ich dem Sohn Henri Juder sehr dankbar bin, dem ich immer wieder, beispielsweise Autobahnkirche St. Paul oder in der Gedenkstätte Hinzert, begegnet bin. Er ist ein wichtiger, engagierter Zeitzeuge in Deutschland, aber auch in Luxemburg, auch Kämpfer gegen Rechtsextremismus, gegen Ausgrenzung, gegen Antisemitismus. Gerne nutze ich auch die Gelegenheit, öffentlich Ihnen zu Ihrem Geburtstag vergangene Woche zu gratulieren. Juden wünschen sich 120 Jahre. Alles Gute für die nächsten 48 Jahre. Gespannt bin ich auch auf die Ausführungen der beiden Referenten, die ja unermüdlich recherchieren, vortragen, insbesondere bei jungen Menschen, und sich verpflichtet fühlt im Einsatz gegen das Vergessen für unsere Demokratie. Letzte Woche gab es eine Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zum Thema Schutz vor Rechtsextremismus, Vielfalt und Sicherheit für das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz. Sie sagte, mich bedrückt es als Ministerpräsidentin und ganz persönlich sehr, dass nach Halle, auch in Rheinland-Pfalz, viele Menschen jüdischen Glaubens Angst haben, zum Gebet zu gehen in die Synagoge. Und sie sagte auch weiter, Antisemitismus bedroht zuerst Juden und Jüdinnen, doch natürlich geht Antisemitismus uns alle an, denn er vergiftet unser Zusammenleben und tritt unsere demokratischen Werte mit Füßen. Sehr geehrte Damen und Herren, seit Mai 2018 bin ich nun in diesem Amt und erlebe von Tag zu Tag mehr, wie viel real Unkenntnis zum Judentum, zur NS-Zeit und zum Thema Antisemitismus besteht. Antisemitismus zeigt sich in Friedhofsschändungen, Graffiti-Schmierereien, körperlichen Attacken, insbesondere jetzt durch Hetze im sogenannten sozialen Netzwerken, ja wie aktuell bis zu einem massiven Angriff in Halle. Die Opfer vom 9. Oktober von Halle, Jana Lange, die gerade mal 40 Jahre
alt wurde und der 20-jährige Kevin Schwarze, fußballbegeisterter Maler aus Merseburg, sowie zwei Verletzte. Auch ihnen wollen wir heute gedenken, für diese Opfer, die uns mahnen, mit dem Hinweis auf den gewaltsamen, massiven Angriff auf eine Synagoge, wo auch viele Jüdinnen und Juden eigentlich festfeiern wollten. Es ist kaum vorstellbar, welches schreckliche Massaker es gegeben hätte, wenn die Tür nicht standgehalten hätte. Information, Erinnerungskultur und Demokratieerziehung gehören eng zusammen. Wir können nur Empathie, ja Betroffenheit haben, wenn wir informiert sind. In der Regierungserklärung der Bildungsministerin im Januar zur Demokratiebildung und Erinnerungskultur wurde deutlich gemacht, wie eng Erinnern und das Heute und das Morgen für unsere Demokratie sind. Am 2. November erscheint eine neue Briefmarke mit dem Bild von Fritz Bauer, einem verfolgten Juden, der als wesentlicher Initiator des großen Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1963 bis 1965 in die Geschichte ging. Er betont stets, dass er nicht die Vergangenheit, sondern vielmehr die Gegenwart und Zukunft im Blick hat. Auf der Briefmarke werden Sie folgenden Spruch finden: Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Und was geschieht heute in der Gegenwart? Antisemitisches Denken, Reden und Handeln ist heute nach 74 Jahren nach der Shoah ein zunehmend ernstes Problem, auch in Rheinland-Pfalz. Auch in der Mitte der Gesellschaft werden Vorurteile gepflegt. Das zeigen auch die erschreckenden Wahlergebnisse zugunsten der AfD. Aktuell hat die Polizei in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2019 schon 447 Straftaten im Bereich Rechtsextremismus registriert. Bisher. Die Zahl der antisemitischen Straftaten hat in den letzten Jahren auch in Rheinland-Pfalz zugenommen. Das sind also Straftaten, die bei der Polizei gemeldet wurden und die Staatsanwaltschaft verfolgt. Es waren 2017 22, 2018 33 und bereits jetzt Ende September 2019 waren es 31, also fast das Vorjahresniveau. Und hinzu kommen Dutzende, Jahrhundert Vorfälle im Jahr, wo Juden beleidigt werden, angegriffen werden verbal und das wird oft nicht zur Anzeige gebracht. 2021 begehen wir 1700 Jahre Juden in Deutschland. Es gab eine erste Urkunde 321 in Köln, doch auch Trier und Mainz, gab es schon im 4. Jahrhundert Römer jüdischen Glaubens. Nutzen wir das Jahr 2021, diese Gelegenheit, vergessen wir nicht, was die große jüdische Tradition, das jüdische Leben hier in Deutschland bedeutet, vergessen wir aber auch nicht die Katastrophe, die Shoah. Denken wir daran, dass wir heute aktiv sein müssen für die Menschenwürde jedes Menschen, für die Freiheit von Religion und solange Polizisten, wir haben das ja vorhin von Berlin auch gehört, jüdische Einrichtungen und Persönlichkeiten ständig schützen müssen, sind wir weit weg von Normalität. Wir haben in Rheinland-Pfalz alleine 17 jüdische Einrichtungen, die teilweise rund um die Uhr auch bewacht werden, schon längere Zeit. Juden sollen eine sichere Zukunft hier in Rheinland-Pfalz haben. Ja, Rheinland-Pfalz will Heimat für Juden sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dieter Burgert. In der Tat, was Sie gesagt haben, wir wissen eigentlich sehr wenig über das Judentum. Genau das hat der Henri Juda auch zu mir gesagt, ich habe ihn persönlich vorher getroffen, hat zu mir gesagt, die meisten Menschen haben in der Schule was gehört, aber es hat noch nie jemand mit einem Juden gesprochen. Hast du gesagt. Und da hat er so ein bisschen recht, also wir setzen uns damit auseinander in der Schule und vielleicht auch so ein bisschen privat, wenn man was liest, aber in die Tiefe geht man ja dann doch nicht. Vielen Dank, wie gesagt, Herr Burgert. So viel zum Thema Judentum dann auch im Alltag und die Zahlen, die lügen da auch nicht. So, jetzt als nächsten Redner begrüße ich Herrn Wolfgang Schmidt-Kölzer. Herr Schmidt-Kölzer ist Autor des Buches Bau der Reichsautobahn in der Eifel, eine Regionalstudie zur Zwangsarbeit.
Sie zuerst? Ja, okay, wie Sie wollen. Dann begrüße ich Herrn Richtscheid auf der Bühne. Herr Richtscheid ist der Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts. Herr Richtscheid wird uns heute Abend das Emil-Frank-Institut vorstellen und die Arbeit rund um das Gedenken der damaligen und heutigen Zeit näher bringen. Herr Richtscheid ist ein ausgewiesener Experte des Judentums und des jüdischen Lebens in unserer Region. Bitte schön, dann Sie zuerst. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich nicht vordrängen, aber es macht mehr Sinn, dass man, was Herr Schmidt-Kölzer sagt und dann Ore Juda danach im Zusammenhang hört, das ist eher eine Einheit, die dann die Historie abhandelt. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen und zwar im Namen, wie gesagt, des Emil-Frank-Instituts als zweiten Veranstalter des heutigen Abends. Und damit spreche ich für die Einrichtung des Bistums Trier, die sich der Erforschung des Judentums und der christlich-jüdischen Gemeinsamkeiten sowie dem interreligiösen Dialog verschrieben hat. Also wir sprechen miteinander und nicht nur übereinander, was eben ja auch angemahnt wurde. Und bei diesen Aufgaben handelt es sich wohlgemerkt nicht um Nebensächlichkeiten, Theologen würden das Akzidenzien nennen, sondern inzwischen jedenfalls um Kernanliegen von katholischer Seite. Zumindest sollten sie das sein als klare Vorgabe des Zweiten Vatikanischen Konzils, denn seither versteht sich Kirche oder soll sich verstehen als Dialog, sei es zwischen Klerus und Laien, zwischen Kirche und säkularer Welt, zwischen katholischer Kirche und den anderen Konfessionen, sodann eben auch mit den anderen Religionen. Wobei der Dialog mit dem Judentum inzwischen eher als ökumenischer verstanden wird und also klar unterschieden ist von demjenigen mit Muslimen, Buddhisten, Bahai und so weiter, mit denen wir aber auch zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen haben. Dass diese Vorgabe des Konzils, wie in vielen anderen Bereichen, noch nicht immer und überall eingeholt ist, das weiß vermutlich jeder. In Trier sind wir aber, wenn ich die Äußerungen von jüdischer Seite bedenke, uns gegenüber glücklicherweise mittlerweile auf einem recht guten Weg. Das gilt auch für einen weiteren Aspekt der Konzilserklärung, nämlich dem Kampf gegen den Antisemitismus, der freilich aus kirchlicher Sicht schon immer als eine Häresie angesehen wurde. Sogar in Zeiten, als es zur Unterdrückung durch die christliche Mehrheit kam, etwa im 13., 14. Jahrhundert, auch bei uns, auch im Denken eines Cusanus, auch dann waren das Leben der Juden und ihre freie Religionsausübung, wenn auch nur als kleinster gemeinsamer Nenner, immer geschützt. Diesem Kampf, wir haben es jetzt ja auch gesehen, verschreiben sich natürlich auch viele andere Organisationen und vor allem staatliche Einrichtungen. Von unserer, von kirchlicher Seite kann es daher in dieser Hinsicht insbesondere darum gehen, alte Formen eines christlichen Antijudaismus zu bekämpfen. Der begegnet uns in seiner platten Form, etwa als Vorwurf des Gottesmordes, natürlich kaum mehr heutzutage. Aber wie eben gesagt, die Unkenntnis spielt da auch mit rein, die beispielsweise grundfalsche und dann eben auch polemische Reduzierung des Judentums auf das Alte Testament, jüdisch den Tenach, die aus dieser falschen Prämisse abgeleitete vermeintliche Vorrangstellung des Christentums, also sozusagen das vermeintliche Überholtsein oder die Nutzlosigkeit der jüdischen Religion, spielen tatsächlich bei manchen Personen mit judenfeindlichen Einstellungen immer noch mit hinein. Zumindest taten sie dies ganz massiv noch in der NS-Zeit. Ja, und wie gesagt, unterstützen wir die jüdischen Gemeinden auch bei der aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen zudem momentan leider wieder gefährdeten Erhaltung der Möglichkeit der vollen Religionsausübung. Das bezieht sich dann nicht nur auf Initiativen in der Stadt Trier, wo es die jüdische Gemeinde gibt, von hier aus gesehen, sondern auch hinsichtlich der Konservierung und Pflege der Friedhöfe und ehemaligen Synagogen, das eben dann hier auch auf dem Lande in Eifel- und Moselregion. Diese wurden ja alle, außer der Trierer Synagoge, seit der NS-Zeit zweckentfremdet, geschändet oder zerstört.
Die Synagoge und der Friedhof im benachbarten Wittlich beispielsweise nutzen wir inzwischen als Gedenk- und pädagogischen Lernort, was wir dank der Zustimmung der jüdischen Kultusgemeinde Trier und dem zuständigen Rabbinat in Metz, vor allem aber auch durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Wittlich, mit großer Wirkung tun können. Und es dürfte wohl einleuchtend für jeden sein, dass dann, wenn Gotteshäuser und Friedhöfe und sei es einer anderen Religion oder Konfession nicht mehr geachtet werden, dass wir auch dann mit unserer eigenen Religion am Ende sind. Nicht umsonst verstehen sich ja Christen ebenso wie Judentum auch als Memorialgemeinschaft. Ohne Erinnerung, Gedächtnis, gerade an die Leidensgeschichte gäbe es weder das eine noch das andere. Insofern ist es immer wieder höchst erfreulich, wenn in einzelnen Orten, zuerst in den Groß-, dann in den Kleinstädten und inzwischen auch in vielen Dörfern, die Erinnerung an die Vergangenheit wachgehalten wird. Das geschieht zum einen durch historische Forschungen. In dieser Hinsicht hat für das Zwangsarbeitslager Kreimerath Herr Schmidt-Kölzer Vorbildliches geleistet und er wird das ja auch gleich noch selbst darstellen. Und falls einige von Ihnen durch Erzählungen oder durch Dokumente noch zur weiteren Erhellung der damaligen Geschehnisse beitragen können, dann möchten wir Sie bitten, im Anschluss noch hier zu bleiben und vielleicht hinten am Büchertisch uns das dann weiterzugeben, mitzuteilen. Ja, auf Grundlage dieser gesammelten Fakten kann damit ein Gedenken entstehen, das vor allem den lange vergessenen Opfern gewidmet sein muss. An der A1 gibt es bereits seit 2013 ein Denkmal für die Zwangsarbeiter am Autobahnbau ganz allgemein, das in seiner ganzen Komplexität erst auf den zweiten Blick verständlich ist und auch erst verständlich sein soll, denn gemäß dem Künstler Sebastian Langner soll mit dieser verzögerten Wahrnehmung auch auf die verspätete Erinnerung an diese Opfergruppe Bezug genommen werden. Also wer es noch nicht kennt, es befindet sich in der ehemaligen Steyler Klosterkapelle St. Paul bei Wengerrohr, die ja inzwischen auch als Autobahnkirche genutzt wird. An der Konzeption war neben uns und dem Förderverein St. Paul auch der Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich und abermals Herr Schmidt-Kölzer beteiligt. Zusätzlich zu Henri Juda, der heute Abend gleich noch berichten wird, waren bei der Einweihung auch noch weitere Nachfahren und Opfer der Zwangsarbeit anwesend gewesen. Und dies war damals ein erster Anstoß, dem aber seither viele weitere Schritte folgten. So gibt es mittlerweile alljährlich am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, einen Gedenkgottesdienst in St. Paul, bevor dann anschließend immer in der Wittlicher Synagoge einer Opfergruppe speziell mit einem Vortrag gedacht. Dies ist inzwischen der zweite fest etablierte Termin in der Kreisstadt neben dem traditionellen Schweigekreis am 9. November, der am Samstag nächster Woche auch dieses Jahr konkret auf dem Marktplatz um 17 Uhr wieder begangen wird. Über weitere Termine können Sie sich nachher noch an dem Büchertisch informieren. Noch wichtiger wäre mir aber in Bezug auf Kreimerath jetzt, dass möglicherweise der heutige Abend ebenfalls nur einen Auftakt darstellen könnte, denn vielleicht kann ja zukünftig an das Zwangsarbeitslager und die darin internierten Juden mittels einer Tafel oder eines kleinen Mahnmals auch hier erinnert werden. Das wäre, wie anfangs ausführlich dargelegt, ganz in unserem Sinne. Und im Sinne der noch in Luxemburg lebenden ehemaligen jüdischen Zwangsarbeiter bzw. ihre Nachkommen. Denn die haben uns schon vor einigen Jahren eindringlich davor gewarnt, dass das Lager Kreimerath auf keinen Fall in Vergessenheit geraten darf. Vielleicht können die Spenden ja auch schon erster Grundstock dann von heute Abend dafür bilden. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, Herr Richtscheid und ich, wir hatten im Vorfeld x E-Mails ausgetauscht, aber persönlich haben wir uns erst heute Abend kennengelernt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich im Vorfeld zu seinem Vortrag sagen darf, dass er ein ausgewiesener Experte des Judentums ist. Ich würde mal sagen, das hat er eindrucksvoll bewiesen jetzt mit seinem Vortrag.
Vortrag. Wunderbar, vielen Dank. So, dann kämen wir jetzt zu Wolfgang Schmidt-Kölzer. Herr Schmidt-Kölzer ist Autor des Buches Bau der Reichsautobahn in der Eifel, eine Regionalstudie zur Zwangsarbeit, welches sich nicht nur mit dem Bau der Autobahn befasst, sondern insbesondere mit den Menschen, die hier zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Herr Schmidt-Kölzer wird uns einen Einblick in seine Studien geben und dabei insbesondere auf das Lager Greimerath, aber auch die anderen Lager entlang der Autobahn eingehen. Bitte schön, Herr Schmidt-Kölzer. Ja, danke. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern, beiden Veranstaltern des heutigen Abends, dem Gemeinderat von Greimerath und Herrn Bürgermeister Basken, sowie dem Emil-Frank-Institut, Herrn Richtscheid, für die Einladung. Die Enthüllung des Mahnmals an der Autobahnkirche St. Paul, Herr Richtscheid hat es erwähnt, es war damals eine Initiative des dortigen Fördervereins St. Paul mit Herrn Viertelhaus, war Anlass für mich, mich näher mit dem Thema der Autobahn zu beschäftigen. Nach dreijähriger Forschungsarbeit in deutschen und ausländischen Archiven konnte ich mein Buch, der Titel wurde schon genannt, veröffentlichen. Das Buch beschäftigt sich mit der Bauplanung und Ausführung über die Menschen, die dort zwangsweise arbeiten mussten, war bis dahin vergleichsweise wenig bekannt. Ihnen ein Gesicht zu geben, war und ist mir ein besonderes Anliegen. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, geht es heute vorrangig um die jüdischen Zwangsarbeiter aus Luxemburg an der Autobahn. Am 17. Oktober 1941 verließ gegen 1 Uhr nachts ein Zug den Hauptbahnhof in Luxemburg. Darin waren über 500 jüdische Menschen, die die Nazis ins Ghetto Litzmannstadt im besetzten polnischen Lodz deportierten. In diesem Transport waren auch knapp 200 Juden aus dem Regierungsbezirk Trier, davon etwa ein Drittel aus den damaligen Kreisen Bernkastel und Wittlich. Am Jahrestag dieses Transportes, vor 2 Wochen, fand eine grenzüberschreitende Aktion in 8 luxemburgischen und deutschen Städten statt, auch in der Stadt Wittlich. Diese Gedenkaktionen sind zustande gekommen auf eine Initiative von Henri Juda, der verschiedene Gruppen zusammengeführt hat zu dieser Aktion. An dieser Stelle ein ganz herzliches Danke. Unter den mehr als 300 Juden aus Luxemburg, die in diesem Transport waren, waren viele in den Wochen zuvor im Reichsautobahnlager hier in Greimerath interniert. Bevor ich auf die jüdischen Zwangsarbeiter eingehen möchte, ein kurzer Blick auf die Planung und den Bau der Reichsautobahn. Im linksrheinischen Gebiet begannen die konkreten Planungen für Autobahnen erst Mitte der 1930er Jahre. War zunächst eine durchgehende Verbindung aus dem Kölner Raum über Trier nach Saarbrücken geplant, wurde dieses Projekt nach kurzer Zeit auf Druck der Wehrmacht für ihren Eroberungskrieg in Richtung Frankreich zugunsten einer Ost-West-Verbindung von Gießen
über Koblenz, Mähren, Trier, Luxemburg und weiter Richtung Paris geändert. Bei Gauleiter Simon stießen die Pläne der Militärs auf offene Ohren, denn sein Traum war eine Autobahn bis nach Paris. Die Bauausführung der Autobahn kam für die Wehrmacht zu spät, weil die eigentlichen Arbeiten im Wittlich-Dauner Raum erst Ende 1939 begannen. Insgesamt ließ die zuständige OBR Frankfurt am Main, OBR steht für Oberste Bauleitung Reichsautobahn, zwischen dem Dernbacher Dreieck und Landstuhl ca. 50 Lager errichten, im Bereich der Bauabteilung Wittlich, der von Schweich bis Ulmen reichte, waren es 18 für ca. 6.000 Zwangsarbeiter. Im damaligen Kreis Wittlich errichteten die Autobahnbehörden im Abstand von wenigen Kilometern Lager. Hetzerath, Salmrohr, zwei Lager in der Stadt Wittlich, Dorf, Flussbach, Kreimarath, Hasborn, Niederöfflingen, Lauffeld, zwei Lager in Eckfeld. In Manderscheid wurde ein Streckenbaubüro eingerichtet. Die Bauabteilung Wittlich der Reichsautobahn residierte in der Kurfürstenstraße 17 in einem Haus, das früher dem jüdischen Pferdehändler Julius Ehrmann gehörte. Kurz nach den Pogromen im November 1938 entschloss er sich, Wittlich zu verlassen und nach Köln zu gehen. Seinen Besitz übernahm die Reichsautobahnverwaltung, die dort unter anderem die Internierung der jüdischen Zwangsarbeiter in Kreimarath organisierte. Julius Ehrmann wurde von Köln nach Theresienstadt deportiert und 1942 in Treblinka ermordet. Im Bereich der Bauabteilung Wittlich setzten die Nationalsozialisten in den Jahren 1939 bis 1941 neben deutschen Dienstverpflichteten ausländische Zivilarbeiter, zunächst aus den östlichen, später aus den westlichen besetzten Ländern, ein. Weitere Zwangsarbeitergruppen waren polnische und französische Kriegsgefangene sowie Justizstrafgefangene aus dem Zuständigkeitsbereich der Anstalten in Koblenz und Wittlich, Häftlinge aus dem SS-Sonderlager KZ Hinzert und dem Hinzert angeschlossenen SS-Sonderlager Wittlich. Russische Kriegsgefangene wurden hier an den Westautobahnen nicht mehr eingesetzt, nur an den Oststrecken. Im Frühjahr 1941 kam das Projekt Reichsautobahn, das nach meinen Forschungen zu etwa 70% aus den Geldern der deutschen Arbeitslosenversicherung finanziert wurde, ins Stocken. Der, Zitat, Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Todt, der gleichzeitig Rüstungsminister war, zog fast alle Zwangsarbeiter in die Rüstungsindustrie ab, aber auch in die Landwirtschaft und zu Bauprojekten in den Osten im Zuge des geplanten Krieges gegen die Sowjetunion. Auf Drängen von Gauleiter Simon erfolgte die Weiterarbeit, allerdings nur noch auf einzelnen Streckenabschnitten. Dazu internierten die Nationalsozialisten jetzt verstärkt Zwangsarbeiter aus Luxemburg. Diese wurden vor allem zwischen Wittlich-Dorf und Hasborn und im Bereich Mähren-Ulmen eingesetzt. Dies war kein Zufall, sondern hing damit zusammen, dass dort die Bauarbeiten durch eine einstreifige Betonierung der Fahrbahn zu einem vorläufigen Abschluss gebracht werden sollten. Für diese Arbeiten waren die Firmen Straßenbau AG Berlin, besser bekannt als Strabag, und die Firma Grundtvig zuständig. Als die Bauarbeiten Ende 1941 eingestellt wurden,
waren weniger als 15 Kilometer fertiggestellt. Ein Misserfolg nicht nur für Todt, sondern auch für Gauleiter Simon. Ich komme jetzt zu den jüdischen Zwangsarbeitern aus Luxemburg. Im Sommer 1941 lebten in Luxemburg nur noch etwa 800 Juden im Vergleich zu den 3.900 zum Zeitpunkt des Einmarsches der deutschen Wehrmacht am 10. Mai 1940. Es waren vor allem Familien, die sich eine Auswanderung nicht hatten leisten können oder aus Rücksicht auf kleine Kinder oder ältere und kranke Familienmitglieder nicht hatten auswandern oder fliehen können. Durch Entlassung aus ihren Arbeitsstellen, zwangsweise Auflösung ihrer Kleinbetriebe oder durch Berufsverbot und Vertreibung aus ihren Häusern herrschte in den jüdischen Familien große Armut. Im August 1941 begannen die Nazis, die Luxemburger Juden in einem ehemaligen Kloster im Norden des Landes, in Saint-Fontaine, fünf Brunnen deutsch, in einer Art Ghetto zu isolieren. Zunächst die Alten und Kranken. Parallel dazu erfolgte die Ausweitung der Zwangsarbeit auf alle arbeitsfähigen Männer bis zum Alter von 60 Jahren. Acht von ihnen wurden vom Arbeitsamt der Firma Paul Würth in Luxemburg zugewiesen. 32 kamen in die Steinbrüche bei Nennig an der Obermosel und 54 ins Autobahnlager in Kreimerath. Und dort wurden sie der Firma Grundtvig zugewiesen. Die Deutschen brachten die jüdischen Zwangsarbeiter in drei Transporten nach Kreimerath am 4., 11. und 17. September 1941. Die ersten beiden Transporte betrafen ausschließlich Juden, die in Luxemburg Stadt lebten. Der dritte, die aus den anderen Landesteilen. 13 Juden hatten die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Die anderen waren im Laufe der 1930er Jahre nach Luxemburg ausgewanderte bzw. vor den Nationalsozialisten geflohene Menschen. Darunter waren 22 deutsche Juden. Das Tragische war, dass sie ins scheinbar sichere Luxemburg geflohen waren und jetzt von Nazi-Deutschland nach der Besetzung des Nachbarlandes als Zwangsarbeiter zurückgebracht wurden. Hatte Todt noch 1939 erklärt, Zitat, der Einsatz von Juden sei mit dem Ansehen, das den Reichsautobahnen als der Straße des Führers zukommt, nicht in Einklang zu bringen, Zitat Ende, änderte er seine Meinung im Verlaufe des Krieges, weil jetzt Arbeitskräfte fehlten. Das Autobahnlager in Kreimerath lag an der sogenannten Weinstraße außerhalb des Ortes in Richtung Autobahntrasse. Es bestand aus zwei Mannschaftsbaracken zur Unterbringung der Zwangsarbeiter, aufgebaut im April 1940, und einer kleineren Baracke zur Unterbringung der, Zitat, Kartoffelschälfrauen sowie Brennmaterial, Gemüse und Kartoffeln, die die Bauern aus den umliegenden Dörfern lieferten. Im Lager waren zunächst deutsche Dienstverpflichtete und ausländische Zivilarbeiter untergebracht. Es war für 200 Personen ausgelegt und gehörte damit zu den kleineren. Dies kam der Absicht der Nationalsozialisten entgegen, später die jüdischen Zwangsarbeiter im Zitat geschlossenen Arbeitseinsatz, also allein arbeitenden Kolonnen einzusetzen. Das Lager wurde von Zivilpersonen und Polizei bewacht,
für Arbeitskontrollen auf den Baustellen und für Lagerkontrollen war die SS eingesetzt. Die Arbeits- und Lebensbedingungen für die jüdischen Zwangsarbeiter waren unmenschlich. Als, Zitat, Erdarbeiter mussten sie 12 Stunden am Tag mit Hacke und Schaufel Steine und Geröll abtragen oder Kies und Sand schippen, angetrieben durch Schreie und Schläge, unterbrochen nur von einer kurzen Pause. Wie die Nazis die jüdischen Zwangsarbeiter in Kreimerath behandelten und quälten, können wir einem Brief des aus Aachen stammenden und Ende 1933 nach Luxemburg ins Exil gegangenen Pianisten und Dirigenten Paul Heumann an die israelitische Gemeinde in Luxemburg vom 16. September 1941 entnehmen. Zitat: Die Arbeiten hier sind furchtbar hart, noch härter die Bedingungen, unter denen wir sie verrichten müssen. Dieses schwere Los wird ja jetzt von vielen gemeinsam getragen. Aber für mich kommt noch ein weiteres hinzu. Die Voraussetzungen und Grundlagen meines Berufes als Musiker, die Ausbildung der Hände, an der ich mein ganzes bisheriges Leben gearbeitet habe und von der mein zukünftiges Leben abhängt, werden durch die hier von mir geforderten Arbeiten völlig ruiniert und zunichte gemacht. Zitat Ende. Nach seiner Rückkehr nach Luxemburg im Oktober 1941 blieb Kurt Heumann zunächst, weil er im Nazi-Jargon mit einer arischen Frau verheiratet war, von der Deportation verschont. 1942 wurde er jedoch denunziert, überhinzert, ins KZ Mauthausen in Österreich deportiert und angeblich, Zitat, auf der Flucht erschossen. Auch Kranke waren nach Kreimerath geschickt worden. Josef Kahn war trotz eines schweren Bruchleidens vom Arbeitsamt Luxemburg bei der Reichsautobahn eingesetzt worden. Die Nazis scheuten auch nicht davor zurück, Jugendliche durch die Schwerstarbeit an der Autobahn physisch und psychisch zu ruinieren. Das zeigt das Beispiel des erst 16-jährigen Leo Abele. Das zeigt das Beispiel des erst 16-jährigen Leo Abelis. Er war mit seinem Vater und seinem Bruder nach Kreimerath zur Firma Grundtvig gekommen. Die Mutter blieb völlig mittellos in Luxemburg zurück. Ein Schreiben des Konsistoriums der jüdischen Gemeinde in Luxemburg an die Autobahnverwaltung, Leo möge zu seiner Mutter zurückkehren, blieb unbeantwortet. Zusammen mit seinem Bruder und den Eltern wurde er am 17. Oktober 1941 deportiert und kam im Ghetto Litzmannstadt um. Die jüdischen Zwangsarbeiter in Kreimerath bekamen weder Arbeitskleidung noch Arbeitsschuhe. Da die Arbeits- und Lebenssituation immer unerträglicher wurde, versuchten einige aus dem Lager Kreimerath zu entkommen. Karl Juda, der Vater von Henri Juda, gelang die Flucht als einzigem. Ein weiterer Fluchtversuch aus dem Lager war nicht erfolgreich. Im Tagesrapport Nummer 66 der Gestapo Trier ist vermerkt, dass am 3. Oktober 1941 5 der jüdischen Zwangsarbeiter einen Fluchtversuch unternommen hatten. Paul Hirsch, Max Hirsch, Michel Levy, Walter Michel und Edmund Marx. Sie wurden bei diesem Fluchtversuch festgenommen, für eine Woche ins Wittlicher Gefängnis eingekerkert
und dann nach Luxemburg zurückgebracht. Im September 1941, also in der Zeit, in der die jüdischen Zwangsarbeiter aus Luxemburg in Kreimerath waren, entschied Nazi-Deutschland, die bis dahin mögliche Auswanderung der Juden zu stoppen und mit den Deportationen in den Osten zu beginnen. Gauleiter Simon setzte alles daran, diese Regelung auch in Luxemburg zügig umzusetzen. Dort begannen die Deportationen deutlich früher als in Belgien, den Niederlanden oder Frankreich. Der erste Deportationstransport nach Litzmannstadt war am 17. Oktober 1941. Auf einer Liste standen die Namen von 374 Juden, die deportiert werden sollten. Dass etwa 50 Luxemburger Juden weniger als von den Nazis geplant in diesem Transport waren, hängt mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem auch damit, dass sich viele buchstäblich in letzter Sekunde retten konnten. So konnte ein letzter Auswandererkonvoi Luxemburg am 15. Oktober, also zwei Tage vor der Deportation, in Richtung Lissabon verlassen. Mit dabei waren 6 Juden, die vorher im Lager Kreimerath waren. Karl Abraham, genannt Charles Brahms, Josef Kahn, Fritz Erich Hanau, Heinrich Kuliasko, Bernhard Levy und Leo Levy. Einigen der jüdischen Zwangsarbeiter, die in Kreimerath waren, gelang später die Flucht nach Belgien mit Hilfe luxemburgischer Unterstützung. Unter diesen war etwa Max Gold, ein österreichischer Fußballprofi, der später Trainer und Manager wurde. 1938 aus Wien vor den Nationalsozialisten nach Luxemburg geflüchtet war und dort zeitweise die Mannschaft von Jeunesse Esch trainierte. Der überwiegende Teil der in Kreimerath Internierten stand allerdings auf der Liste der Nazis des Transports nach Litzmannstadt. Aus Quellen des Nationalarchivs in Luxemburg ergibt sich, dass sie in mehreren Etappen zwischen dem 4. und 11. Oktober 1941 nach Luxemburg zurückgebracht wurden. 36 von ihnen wurden in Ghettos und Vernichtungslager deportiert, nur 3 von diesen überlebten. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.